So, liebe Leute, es geht heute weiter mit der Pro Racing Super Trophy und drei Rennen. Los geht's. Herzlich willkommen damit auch zurück bei Grid. Und ich bleibe natürlich bei meiner Corvette. Die Grid-Version davon ist nicht viel schneller, ist nicht schneller als alle anderen, sondern sieht einfach nur geiler aus und stylischer aus. Und ich denke, dabei bleiben wir dann auch. So, Teamkollege ist auf 1. Das hat ihm im letzten Rennen nicht so das große Glück gebracht. Also, dann am Ende nur Platz 5 gelandet. Wir konnten es ganz so lange für uns entscheiden. Das war auch wichtig, um die Rennserie für uns zu entscheiden. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Und los ich denke, geht's mit dass dem die Grand Fahrer Circuit. einen weiten Weg hinter sich haben. Und ich meine nicht die Anreise, sondern wie sie sich ihren Platz hier verdienen mussten. Sie werden jede Chance nutzen. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Oh, ich glaube, und auf geht's. Platz 14 ist so der Standard, was wir eigentlich immer am Anfang haben. Ich hoffe mal, dass wir das diesmal nach Hause bringen können. Das waren aber nur drei, aber drei Rennen und zwei. Ich mag es nicht, wenn man mich überholt. Hau ab. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Ah, fahr doch mal. Jetzt sitzt er nicht vor mich. Was kann ich denn? Zwei Runden. Okay, zwei Runden sind's. Mir fällt die Sprintstrecke-Version von dieser Strecke ein bisschen besser. Alter. Ich komme gerade nicht an Moment da irgendwie vorbei. Sag ich, die Maschine war das Auto ist nicht viel schneller als alle anderen. So, ich komme mal da irgendwie vorbei. Dankeschön, dass wir weiter vorbeilassen. Ja, du bist aber auch ein Drecksack. Das Problem ist einfach, dass ich weiß, dass die kürzeren ziehe, wenn sowas passiert. Weißt du, da ist null Platz. Nein, nein, ich muss mich da noch vorbeidrücken. Das war verschießt sich halt weg. So, ich habe den linken momentan noch auf P1 vorne drauf. Heute die Folge ist ein länger werden, denke ich mal, als die letzten beiden, weil bei der 13, 10 und 14 Minuten haben wir gehabt jetzt. Die nochmal die Schnapp allein, weil das Rennen hier schon ein bisschen was länger dauern wird. Sind wir jetzt schon bei 2 Minuten. Da machen wir dann teilweise schon mal manchmal durch. So, okay, 9 momentan. So, den jage ich nochmal kurz in. Ich weiß nicht, wer das war. Oder dass der Kollege war? Ne, der war es nicht, der hier war es. Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Ja, natürlich habe ich mich geschadet, aber zack geht jetzt hier. Denn ich komme nicht rein, ne? Ich komme hier nicht momentan wirklich durch das Rennen. Letzte Runde. Lass uns aus der Mitte rauskommen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie so ein bisschen nach vorne arbeiten. Der momentan aber auch Jagd macht hier. Der geht mir gerade an den nächsten Sprung vorbei auf 6 Uhr. Da wo wir eigentlich mindestens hin mal hin wollen. Also ich will zumindest das Podium. Weil das macht es für zweite Rennen ein bisschen einfacher für die nächsten Rennen einfach haben. Weil jetzt hier böse verkacken, war schon ein Problem. Der jagt schon sich den nächsten. Geh mal bitte weg. Ach, die war das. Die hab ich immer ein bisschen ziemlich böse abgeschossen. Ja, die geht schon am nächsten dran. Mit einer Viper. So, das war nicht mein Problem. Jetzt habe ich dich. Aber wenn er mich jetzt einen abschießt oder ich jetzt in die Wand an der Wand lande, ich drehe, dann war es das Rennen definitiv. Und vorne, wenn wir mal gucken, was vorne noch geht. Das, ah gut, die beiden greifen dann ab. Wenn ich jetzt hier einen guten Auftakt schaffe. Idealfall natürlich ein Sieg. Wenn der Kollege sagt, dass er mal kurz mich bitte vorbeileisten würde. Da kam es dazu. Der macht
mach so zu, dass ich dich mitkommen kann. Jetzt habe ich die richtige Chance. Jetzt ist mal ein bisschen Platz da. Der Angel auf die 2. Und jetzt der Angel auf die 1. Doppelführung für unser Team. Das Gute ist, dass wir schön alle aufeinander waren. Dass ich sie dann nach und nach kriegen konnte. Und dann haben wir den ersten Teil schon mal für uns entschieden. Yes! Gott sei Dank, dann irgendwie doch noch mitgenommen. Und dann waren es 4 Sekunden, die ich mit dem abgenommen habe. Ja gut, ich hatte 11 Sekunden schneller als der Rest des Feldes. Also muss man mal sagen, ich bin echt gut durchgekommen. Trotz des großen Crashes da am Anfang. So, wo ist denn der Kollege gewesen? Auf 7, oder warst du das? Ist egal, wir haben es zumindest gut geschafft. Wir haben es mit einem Doppelsieg geholt. Und so lässt sich doch ein Auftakt schon mal mitleben. So, Renn Nummer 2 steht jetzt gleich an. Ich muss gar nicht sagen, welches Rennen das ist. So, okay. Da nochmal Zhejiang als nächstes. Ach, die ganz kurze Strecke. Okay, davon sind 1,6 Kilometer. 4 Runden stehen jetzt an. Okay, dann kommen wir noch auf 8. Jetzt waren wir gerade bei 12 ungefähr. Und wir stehen auf 5. Also stehen mit dabei. Gut, 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 gut. Das ist immer gut. Ich würde ja gerne mal wissen, ob das reale Namen sind, alles, ob die ganz wirklich gibt. Oder ob es halt nur so Fantasienamen sind. Naja, ein Rennen bei Nässe kann man sich so vorstellen. Entschuldige, es ist. Okay, fliegender Start. Ah, das ist die Strecke. Okay. Weil Zhejiang, ich glaube, davon gibt es auch eine Stadtstrecke. Und die mag ich überhaupt nicht. Weil die auch so eng sind, weil die auch so kurz ist und so eng ist. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ist mir gerade egal. Hab ich. So. Ja, der Porsche da hinter mir, der macht jetzt ein bisschen Druck. Der will natürlich wieder vorbei. Ich hätte mir einfach wenig Kurven einmal kurz alle aufgeholt. Scheiße. So, wir sind zu eng gefahren, jetzt muss ich mich noch wieder absetzen. Für den Fall, dass es eine Strafe gibt. Ich vermute rechne mit einer Strafe. Das heißt, ich muss mindestens Runde. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. 3 Sekunden für Kampf. Nachdem wieder hoch die Strafe ausfallen wird. Ich habe schon 3 Sekunden Strafen bekommen. Das hat uns nicht interessiert. Aber wir machen. Oder versuchen uns natürlich abzusetzen. Ich mache schon wieder viel aus, wenn ich vorne weg bin. Ich habe schon so ein Rennen auf Platz 4 und so Rennen, weil ich halt die Strafen sind da waren. Aber da war das Feld auch deutlich näher dran, ne? Das ist jetzt Gott sei Dank nicht so der Fall. So, diesmal fahre ich die ein bisschen was weiter, die Kurve, damit ich nicht da nochmal irgendwie so rauskomme. Das war die Hälfte des Rennens. Ah, die Runde ist eh nicht lang. Bisschen kommen wir jetzt weg von dem. Weil jetzt die Kollegin auf P10 nur liegt. Jetzt sind hier natürlich jetzt wieder ein bisschen was richten. Kehre, Gott sei Dank sind wir da schon mal durch. Bleib in Führung. Letzte Runde.
letzte Runde, die Runde sind wir schon, aber das heißt, es sind gleich durch. Dann haben wir noch ein Rennen danach. Und dann geht es auch über Peace and Valley und dann sind wir durch. So, hier gibt es nochmal eine beste Zeit. Die haben wir schon mal durch. Ja, 2 Sekunden sind es gegeben. Ja, gab es auch meiner Meinung nach ein bisschen zurecht, weil wir sind sehr eng reingefahren. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Wir gewinnen das Rennen dann, Gott sei Dank, trotzdem. 2. Rennen auch gewonnen. Das heißt, das ein Rennen noch. Ich glaube, das reicht noch nicht für ganz. Vielleicht kriegen wir danach Level 85, wenn wir es durchhauen. So, Quiz and Valley ist jetzt das letzte Rennen. Jetzt haben wir nochmal 3 Runden dann auf der Strecke und dann sind wir auch mit der Aufnahme und mit dem Teil durch hier für Grid. Naja, wie dem auch sei. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand... Warte, mir wurde gerade gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden beginnt. Oh. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Reicht aber von vorne zu bleiben, jawohl. Ist klar, dass er nicht glücklich sein wird. Falls wir jetzt schon mal am Anfang des Feldes, das heißt, wir können ihn absetzen, ohne Probleme. Start. Das war schon durch, aber ich sehe gerade nicht, wie weit das restliche Feld eigentlich ist. 5 haben wir momentan mit dem Kollegen. Das letzte Rennen, ja. Also ich diese Aufnahme sehr schön fahre. Die gilt es nochmal zu schlagen.
Vielleicht eine neue Beste. Wir haben es geschafft. Warte mal, war es nochmal eine neue Bestzeit? 1,24, was habe ich gesagt? 24,9 war das, glaube ich, ne? Und die wir eben hatten. Reicht das nochmal für eine neue Bestzeit? 23, ah, der hat eine Sekunde nochmal gedrückt. Die Kollege auf 6, damit. Ja, weil dann mit der Spitze nicht wirklich viel zu tun haben. Ich glaube, das letzte Rennen davor war auch irgendwie bei 5, 8 oder so. Aber vielleicht ist das Feld so durchgemischt, dass es tatsächlich reicht. Wir werden es jetzt gleich sehen, wie es aussieht. So. Okay. Mal gucken, wie es aussieht, ob es dann doch irgendwie noch für unser zweites Auto reicht. Oh, es könnte tatsächlich sogar das Auto da rechts gewesen sein. Ja, es ist tatsächlich der Fall. Dritter Platz ist er geworden. Na gut, haben wir doch zwei Autos da mal reingekriegt. Cool, freue ich mich. Gut, dann haben wir es geschafft. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, nämlich morgen dann um 14 Uhr, wie immer. Und dann geht's weiter mit dem Global GT Cup.